Es ist eine riesige Rauchsäule, die in Düsseldorf kilometerweit zu sehen ist. Seit dem Mittag brennt eine Flüchtlingsunterkunft in der Nähe der Messe, eine 6000 Quadratmeter große Halle, in der 280 junge Männer untergebracht sind. Riesige Stichflammen, eine gigantische Rauchsäule. Ein Schwimmbadbesucher machte diese Aufnahmen. Eine Flüchtlingsunterkunft nebenan, direkt am Düsseldorfer Flughafen, brannte in voller Ausdehnung. Heute Mittag brach der Brand aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte diese ehemalige Messehalle, die als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, bereits in Vollbrand. Die Brandursache ist unklar. Auch das ist für uns derzeit zweitrangig. Es geht um die Rettung der Personen. 280 männliche Flüchtlinge waren in der Halle untergebracht. 21 sollen Rauchvergiftungen erlitten haben. Weitere Personenschäden gab es nach bisherigem Stand nicht. Die Menschen harrten zunächst draußen auf den Messeparkplätzen aus. Ich habe geschlafen. Ich hörte den Krach. Leute liefen herum. Einer weckte mich dann auf. Ich hörte den Feueralarm und dann hörte ich die Rufe. Feuer, Feuer. Und ich roch den Rauch, es war sehr heiß da drinnen. Alle meine Papiere, mein Geld, alles war da drinnen. Ich habe alles verloren. Vor einem habe ich gestanden, habe ich das Feuer gesehen. Und dann bin ich, die Kollegen aber neben mir, habe ich auf die Augen gestanden und sage, steh auf, dann wir sind raus. Zur Brandursache ist bisher nichts bekannt. Laut Polizei gab es in den vergangenen Wochen aber bereits kleinere Brandstiftungen. Die Beamten haben heute nach dem Brand zwei Männer festgenommen. Bisher ist aber unklar, ob sie im Zusammenhang mit dem Feuer stehen. In dem Heim soll es schon seit längerem Unruhe und Aggressivität geben und Frust über das ewige Warten. Die Flüchtlinge werden nun in anderen Düsseldorfer Einrichtungen untergebracht. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.